So, meine Lieben, hier melde ich mich wieder zurück. Allerdings bin ich jetzt wieder alleine. Ich weiß, es war jetzt eine verdammt kurze Aufnahme mit Robin. Das tut mir auch jetzt wirklich leid. Ja, es hat natürlich einen speziellen Grund, warum ich jetzt wieder allein bin. Also, der Robin, der musste jetzt irgendwas mit seiner Mutter da noch erledigen. Und das hat Stunden gedauert, bis er mir wieder zurückgeschrieben hat auf Skype. Und ja, da habe ich ihn jetzt gefragt gehabt, ob er jetzt Lust hätte, wieder mit mir aufzunehmen. Aber ganz ehrlich, ja, er hat zu mir gesagt, er wollte jetzt bei seinen Let's Plays aufnehmen. Da habe ich zu ihm gesagt, gut, dann nehme halt deine Let's Plays auf und ich nehme halt meine Let's Plays auf. Mal gucken, vielleicht wird er bei der nächsten Aufnahme wieder dabei sein. Mal gucken. Also, hier ist eine Kiste. Also seid jetzt bitte nicht enttäuscht, wenn er jetzt nicht dabei ist, ne? Und wir haben den Jet-Helm gefunden. Super. Ein Helm, der deine Beweglichkeit erhöht. Und er kann noch den Schleier noch zusätzlich. Reduziert die Schnelligkeit des Gegners. Fantastisch. Okay, Abwehr steigt um 9 und Beweglichkeit um 4. Immerhin, ist gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, also, wenn es jetzt ein bisschen komisch rüberkommen sollte, dass jetzt der Robin jetzt nur für ein Part da jetzt war, tut es mir wirklich sehr leid. Ja. Ich weiß jetzt nicht, war ich da jetzt komplett fertig? Hier unten? Nee, ich glaube eher nicht, oder? Ja, das liegt da jetzt schon ein paar Stunden zurück. Nee, da war ich schon. Ah, ich mach das mal kurz in Speed-Format. Nee, hier war ich. Okay, gut. So, okay. Okay, gut, dann können wir jetzt weiter marschieren. So, erstmal wieder eine Brücke erschaffen. Ja, und dann können wir direkt hier nach unten. Und jetzt sind wir schon im Untergeschoss 4. Fantastisch. In der Nordwesthöhle von Lurania. Mhm. So, dann gehe ich erstmal hier nach oben und mach die Krabbe down. Und, ah nee, nee, Max den greift wieder zuerst an. Sag ja, wo da die Logik ist, wer wann mal zuerst angreift, das ist eine sehr gute Frage. Aber naja, schaffen wir schon. So, ich gehe bewusst erstmal hier nach unten, weil es hier einen kleinen Geheimweg gibt. Mit einer Truhe, wo ein Halssirup drin ist. Und das Halssirup ist sowas von geil. Ja, ich sortiere immer sehr gerne und auch sehr oft. Ja, so bin ich halt. Und dann machen wir auch sofort mal den Kobold da down. Ah ja, und noch etwas fällt mir gerade ein. Ich bedanke mich erstmal für die Abonnenten. Alter Schwede, ich habe jetzt schon die 100 Abonnenten geknackt. Also ich bedanke mich erstmal. Ich war ja vorhin richtig platt, wo ich das gesehen habe. Richtig sprachlos. Aber ich habe auch in der Kommentarbox geschrieben, dass bald ein Special-Video wiederkommt. Ein Abo-Special-Video, ja. Ja, das wird zwar nicht so geil werden, aber glaubt mir, ich versuche mich zu verbessern. Also das zweite Abo-Special-Video wird jetzt ungefähr so sein wie das erste. Ja, da haben wir gerade das Wasser runtergelassen. Fällt mir gerade ein. Toll, ne? Dass ich das jetzt erst erwähne. Fantastisch. Ja, und dann werde ich mal gucken. Also ich werde natürlich in reiner Zukunft werde ich mir mal eine Webcam mir mal besorgen, damit ihr halt zumindest bei den Special-Videos auch mal mich live sehen könnt. Aber glaubt mir, ich sehe scheiße aus. Also so toll sehe ich auch wieder nicht aus. Ich kann euch jetzt schon mal einen kleinen Hinweis geben. Ich bin ein Brillenträger. Ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, komm, Megamotte, geht down. Ja, wir verabreichen schon über 100 Schaden. Ja, ihr seht richtig. Boah, aber das ist ganz ehrlich, dass ich so schnell die 100 Abonnenten geknackt habe. Also, da bedanke ich mich erstmal an euch, ey.
Alter Schwede. Aber ich muss mich herzlichst auch nochmal bei Dudley Croft. Ja, eine weibliche Zuschauerin. Da muss ich mich nämlich wirklich vom ganzen Herzen mich bedanken, weil sie hat mich auch sehr stark unterstützt. Vielen Dank nochmal. Und wir haben jetzt einen Boss erreicht. Super. So, Speicher natürlich. Und der hält schon ein bisschen mehr aus. Oh Gott. Da ist wohl der Schlüssel drin. Und natürlich bewacht ein Goblin jetzt einen Schlüssel. Wer bist du? Bist du nicht derjenige, der den Schlüssel an sich genommen hat? Wir wollen den Schlüssel wieder. Der Schlüssel gehört nun mir. Auf immer und ewig mir. Ja, das ist aber kein gewöhnlicher Goblin. Das ist ein Königsgoblin. Ja, und der hält natürlich auch ganz schön was aus. Und zwar, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat er 500 Leben. Und der Satyrfisch, der hatte, glaube ich, 200. Ja. Chaoskralle, 99 Schaden. Yeah. Fantastisch. Naja, dann wollen wir mal den Königsgoblin mal ein bisschen ärgern. Natürlich, das ist das Gemeine an dem Boss. Er ruft gerne Verstärkung und er greift auch doppelt an. Ja. Das ist ein bisschen gemein. Aber so viel Damage macht er ja nicht. Ihr seht es ja. Aber wir können ja mal in der Zwischenzeit mal schön die Musik genießen. Ja. Ach ja, und ich wollte mich noch ein bisschen wehren. Also, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber bei der vorletzten Folge von Minecraft von Zocker Sluxy. Bei Minecraft hat er erwähnt gehabt, mein Lufia, mein René. So, Sluxy, wenn du das jetzt hören solltest, du bist mein Sluxy-Freund. Ja, du bist mein Sluxy, mein Jan. Ich habe mich jetzt nur gerecht. Ist ja nicht böse gemeint, ne? Ist ja nur lieb gemeint. Aber wie er das gesagt hat, ey, schaut euch unbedingt die Folge an, ey. Ich glaube, das war Part 37 oder 38 von ihm. Und wir haben schon einen Goblin besiegt. Fantastisch. Und wir haben über 7000 Erfahrungspunkte an. Und 2004 Goldmünzen. Und jeder kriegt jetzt einen Level-Up, glaube ich. Ja, mehrere hintereinander. Fantastisch. Und da haben wir den Schlüssel. Supi. Ja, jetzt können wir hier abhauen. Ja, das war der Dungeon. Und hier kommen natürlich viele Schmerzwürmer. Toll. Ja, das war an sich der Dungeon, meine Lieben. Der nächste, der kommt auch bald. Ja, ich weiß, es ist jetzt eine kurze Aufnahme gewesen, aber naja. Ich werde jetzt noch zur Stadt gehen. Und dann reicht das erstmal. Na kommt, Würmer. Ärgert mich nicht so. Ein Gegengift erhalten. Fantastisch. Und jetzt können wir auch hier weiter. Und hier ist John. Den Schlüssel werde ich bestimmt nicht mehr anfassen. Das ist artig. Jetzt kann ich endlich wieder nach Tempel. Hurra! Na, da freut sich jemand. Wenn ihr nach Tempel kommt, müsst ihr mich besuchen. Wir führen dort ein Hotel. Ich bin Liana. Bei uns könnt ihr kostenlos übernachten. Oh, cool. Merken wir uns. Nun muss ich aber weiter. Ja, geh halt. Ups, die Tür ist noch verschlossen. Ja, dann öffne ich die mal. Wir benutzen den Schlüssel. Auf geht's. Vielen Dank und gute Reise. Die werden wir haben. Allerdings erst bei der nächsten Folge wieder. So. Ah, aber ich will euch noch zwei bestimmte Gegner euch zeigen hier. Dafür aktiviere ich mal ganz schnell die Speed-Taste. Nein, das sind nicht die. Das sind Imps, ja. Die sehen wir auch im nächsten Dungeon wieder. Nein, ich will doch bestimmte Gegner jetzt haben. Ja! Einmal hier die Plasma-Blobs. Weil die sehen wir komischerweise. Sehen wir leider
nicht im nächsten Dungeon. Die Plasma-Bobs. Leider. Wow, Fomi, schlag halt zu. Aber die machen auch kaum Schaden, ey. Schade, schade, schade. Ja, Fomi, mach den Blob kaputt. So, aber hier ist noch ein Gegner, der jetzt auch im nächsten Dungeon nicht kommt. Nein, das ist nicht der. Das ist der falsche. Okay, werde ich jetzt gleich nochmal einen Kampf machen. Wenn er da jetzt nicht kommt, dann werde ich so lange hier das Offscreen machen, bis er erscheint. Das kann nämlich ein bisschen dauern. Am besten hier in dem Gebiet. Ja, ha, sage ich doch. Der Falke, genau. Ha. Natürlich, die sind ein bisschen gefährlicher als die Adler, ne? Und die können auch ein bisschen mehr aushalten. Wow, und die machen auch ein bisschen mehr Schaden. Der Falke. Im Wüstengebiet, ne? Wo auch immer da die Logik sein soll. Okay, dann gehen wir jetzt mal in die Stadt, wollte ich sagen. Nein. Jetzt dürfen wir natürlich nochmal einen Falke machen. Der jetzt nach einem Schlag kaputt gegangen ist. Fantastisch. Und jemand hat wieder ein Level Up. Sehr gut. Und da ist Liana. Willkommen in Tabel. Wer seid ihr? Das ist Tia. Mein Name ist Maxim. Hallo. Ich danke dir für das, was du im Tempel getan hast. Haben wir doch gern gemacht. Hallo, wer bist du denn? Du bist es, Bruder. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Liana, wer sind diese Leute? Sie fanden den Schlüssel, als ich die Probleme im kleinen Tempel hatte. Das sind Maxim und Tia. Nett, euch kennenzulernen. Das ist mein Bruder Guy. Vielen Dank, dass ihr meiner Schwester Liana geholfen habt. Maxim, bleib doch noch ein wenig. Ich habe etwas ganz Besonderes gekocht. Oh, ja, gerne bleiben wir. Oh, ich esse doch auch gerne. Gute Idee. Sie kann zwar nicht allzu viel, aber das Kochen hat sie drauf. Oh, du machst dich gerade sehr beliebt, Guy, weißt du das? Und was genau meinst du damit? Ja, genau, schubst halt Guy weg. Das würde ich auch tun, wenn ich jetzt Liana wäre. Nun, was kannst du denn noch? Mir fällt gerade nichts ein. Oh, Guy, du bist aber ein bisschen unhöflich jetzt. Wie bitte? Ich kümmere mich um das Hotel, koche, putze und mach die Wäsche. Und du? Ich wasche meine Unterhosen. Wow, was für ein Gag jetzt, Guy. Boah, du bist ja super, ey. Na toll, das ist aber auch schon alles, was du kannst. Mehr nicht. Und er ist sprachlos. Geil. Ja. Männer drücken sich vor der Arbeit, wollen aber die ganze Welt regieren. Nicht wahr, Tia? Ich sehe das ähnlich. Ja, jetzt macht ihr euch aber sehr beliebt, Mädels, ne? Bitte? Nichts für ungut. Bleib doch heute bei uns. Liana, mach doch bitte alles zurecht. Sofort. Ich gehe ein wenig trainieren. Schau doch später vorbei. Klar, sehr gerne. Bis dann. Ja, aber das wird wirklich erst später sein. Das scheinen sehr, sehr nette Leute zu sein. Ja, die sind sympathisch. Auf alle Fälle. Ja, aber zu Guy gehen wir erst bei der nächsten Folge wieder. Oder zumindest werde ich euch da einen ganz kleinen Trick zeigen, bevor ich Guy anspreche. Ja. Die Magie ist der Stoff, aus dem die Träume sind. Setze sie geschickt ein, vergeude deine MP nicht. Keine Panik, wir sind sparsam. So, das heißt neuen Zauber. Oh, Sturm. Die Gegner zittern im Schneesturm. Sehr gut. Schock. Versetzt Feinden einen Elektroschock. Ah, geil. Ja, es wird langsam besser mit den Zaubersprüchen. Confusio. Confusio. Verwirrt den Gegner. Fantastisch. Und das war's auch. Okay. Dann werde ich jetzt noch ein paar tolle Sachen hier kaufen. Und zwar sind das die sogenannten Wummen. Das ist ein besseres Upgrade oder eine bessere Waffe für den Bumerang. Also ein Ersatz. Die machen ein bisschen mehr Schaden. Aber ich kaufe erstmal nur 14. Das reicht erstmal für den Anfang. Ich muss nämlich erstmal
ein bisschen Geld sammeln. Aber naja, man sieht es ja, wir haben bald die 30.000 geknackt. Also das ist wirklich der pure Wahnsinn. Einen Moment noch, das Essen wird gleich fertig sein. Oder möchtest du etwas schlafen? Auch das wäre super. Ein bisschen erholen, ein bisschen im Bett die Füße lang machen und strecken. Ja, das tut doch gut. Danke für die Heilung, Liana. So, dann speichere ich jetzt ab. Und das kann ich euch jetzt auch schon mal sagen. Bei der nächsten Folge, ich weiß nicht, ob der The Burning Breath 666 bei der nächsten Folge wieder dabei sein wird. Ich weiß es nicht. Also versprechen kann ich nichts. Gucken wir mal. Also, wie gesagt, was ich jetzt erwähnen wollte, ist, im nächsten Part werde ich jetzt schon mal, bevor ich Guy anspreche, weil wenn wir jetzt Guy ansprechen, geht die Hauptstory weiter, aber das wollen wir ja jetzt noch nicht. Ich werde euch im nächsten Part, wie gesagt, schon den nächsten Dungeon zeigen, aber es passiert dann nichts Besonderes noch nicht. Solange wir Guy nicht ansprechen, passiert dann noch nichts. Nein. So. Nur als ganz harmloser Spoiler. Also, ich bedanke mich erstmal. Ich hoffe zumindest, dass der The Burning Breath 666 bei der nächsten Folge wieder dabei sein wird. Wie gesagt, hoffen wir es mal. Ja, und ich melde mich erstmal ab. Ciao, ne? Bis bald, meine Lieben. Ciao!